Tag zusammen, Glück auf, frisch auf bei den Oberhausener Trassenspaziergängen mit Potternander. Ich bin heute unterwegs auf der zweiten Tour und die verspricht uns jede Menge Abwechslung von alten Hütten und Hüttenarbeitern. Die Vielfalt der Stadt soll hier besonders zu erfahren sein. Gestartet sind wir vom Stärkrader Bahnhof und sollen zur Haltestelle Eisenheim kommen. Von da aus laufe ich aber wieder zum Startpunkt zurück, denn da steht ja, ich bin ja nicht mit den Öffis, sondern mit dem Auto, also mein Gefährt parkt dort und das hole ich auch dann gleich wieder ab. Ja, es geht lang zum Elbenbach, die Antoni-Hütte, Antoni-Teich, Stemmersberg und Siedlung Eisenheim. Da freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders drauf und wenn ihr Bock habt, ja, wisst ihr ja, kommt einfach mit, auf geht's. Boah, ja geil. So ein Urban Trail hat ja auch was, ne? Gerade wenn er zur Rush Hour ist. Puh, ja, ist mal was anderes als nur Natur, ne? Kennen wir ja. Trotzdem, das sind Wege meiner Jugend, die ich hier gehe. Und das hat für mich auch einen ganz, ganz hohen Nostalgiestellenwert. Von daher geht es jetzt hier ein wenig grüner weiter und auch ein kleines bisschen leiser. Wo bin ich hier? Elbenbach hinter der Elihäus-Knapp-Stiftung. Da ist auch noch mal ein kleines grünes Idyll, was man tatsächlich gar nicht so wirklich vermutet. Weiter geht's. Oho, oho, oho. Ein schräges O. Ein Wegweiser. Hier geht's lang, nach links. Jo, sag ich ja. Und der Elbenbach wird renaturiert. Boah, ihr könnt doch mal ein anderes Schild hin. Ja, und da hinten. Dieser Baum, boah, ich glaube, da habe ich mal irgendwie, darf man das sagen? Ich glaube, da ist irgendwie auch ein Geocache, meine ich. Kann sein, glaube ich jedenfalls. Obwohl, da mit dem Geocache, ne, das ist kein Spoilern. Das kann gut sein, dass er überhaupt gar nicht mehr da irgendwo in dieser Richtung liegen mag. Ich glaube, das ist schon 15 Jahre her. Das würde mich wundern, aber... ich glaube, hier habe ich mich schon mal rumgetrieben. Boah, schon echt irre lange her, wirklich. So, man beachte, der Sauerländische Gebirgsverein hat wieder seine Finger mit im Spiel. Und es ist ein Landschaftsschutzgebiet. Jawohl. Ja, und schon sind wir am archäologischen Park St. Antoni Hütte. Was hier definitiv ein Highlight nicht nur in der Stadt, sondern im gesamten Revier ist. Ja, und hier ist er, der Franz Haniel. Und guckt ganz stolz. Kann er auch sein. Denn das ist hier nicht nur ein wunderbares Museum und ein absoluter lebendiger Zeitzeuge, sondern das ist hier mit die Wiege der Ruhrindustrie. Und einmal im Jahr, naja, findet auf jeden Fall das Antoni-Fest statt. Das ist auch immer richtig toll. Und da hinten, ja, da hinten sieht man so einen gelben Klöppel. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne? Steht auch unter anderem am Gasometer Oberhausen. Das ist mal wieder ein Ankerpunkt hier. Hier da drauf. St. Antoni Hütte. Ja, wie auch in Stärkrade sehen wir hier einen wunderbaren Kräutergarten oder ein Hochbeet. Und das finde ich so süß gemacht hier. Guck mal, das ist eine Lore. Glück auf. Ich sag ja, wenn da der Salat nicht angeht, ne, da weiß ich auch nicht mehr. Ja, das ist Route der Industriekultur. Ein großartiger Ankerpunkt hier, zu Recht. Ja, und hier gibt es tatsächlich immer wieder was zu entdecken. Ich finde das eine ganz süße, reizende Idee hier mit dem Hochbeeten.
Das ist richtig toll. Klasse gemacht. Ja, hier ist nochmal eine Hinweistafel. Esskultur, Pflanzen pflücken und pausieren, das ist super. Diese Fläche ist von einer von mehreren Ankerpunkten nach den Prinzipien des stadtweiten lokalen Agenda-Projektes der essbaren Stadt Oberhausen. Aha, unter dem Motto, ach, guck an, doch, siehste, pflücken erlaubt, statt betreten verboten, werden an mehreren Stellen in Oberhausen, wie auch in Stärkrade, bislang ungenutzte, öffentlich zugängliche Grün- und Brachflächen nicht nur für die Augen, sondern auch für alle anderen Sinne als Lebensmittelpunkt der Bürgerschaft erlebbar gemacht. Boah, das klingt, ey. Anhand von Nutzpflanzen kann man zeigen, wie man sich gesund ernährt und wie man die Wertschätzung für regionale Lebensmittel, historische Kräuter und Gemüsesorten wiederentdeckt. So, ob Pflanzen pflegen oder ernten, einfach verweilen und miteinander ins Gespräch kommen, zum Fachwimpeln oder Klönen, jeder kann mitmachen. Gemeinschaftsprojekt, richtig klasse, gefällt mir echt gut. Oh, boah, sieht das gut aus. Das ist der Anthony-Park. Wahnsinn, auch schon ewig nicht mehr gewesen. Ja, und auch das hier ist hier kein Unbekannter. Der Gottlob Jacobi. Das sagt uns doch was als alte Oberhausener. Und hier sind wir auch wieder im Geopark Ruhrgebiet, Oberhausen Klosterhardt. Der Quellhorizont im Elpenbachtal. Das ist richtig reizend. Ich gehe kaputt hier, ey. Guck mal. Geil. Super schön. Muss man sich mal vorstellen, ne? 1758, die Antonihütte. Erste Eisenhütte des Ruhrgebiets. Wow. Hier ist die Siedlung Stemmersberg. Wirklich historische Siedlung, die wirklich Spaß macht, wieder zu durchlaufen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon nicht mehr. Wenn man das hier so sieht, typische Flächenhäuser mit einer tollen modernisierten Fassade, lieblichen Blumenkästen, tollen Vorgärten und Nutzgärten an der Rückseite mit Verschlag. Boah, ne, da geht mir das Herz auf. Und hier eine Seite, ganz typisch. Guck mal, ey. Kleingartenverein Stemmersberg. Oh, ich werd grad weich, ey. Das liebe ich, ja. Ja, hier ist geil. Hier hängt die Wäsche noch im Vorgarten. Und die schwarz-gelbe Flagge weht neben der Ruhrpott-Fahne und dahinter sind die blau-weißen. Also, ich sag mal so, da fehlt jetzt noch Rot-Weiß dabei, habe ich gerade auch gesehen. Das ist aber dann ein beliebter Oberhausener Verein. Ich sag mal so, ich betrachte das Ganze unter Lokalpatriotismus und Fanarbeit. Soll da jeder machen. Hauptsache Spaß an der Freude. Und ist ja alles Ruhrpott, ne? Das ist hier eine typische Bergarbeiter-Siedlung, ne? Die Türen stehen auf, die Leute sitzen entweder vor der Tür oder irgendwie in der Hofeinfahrt. Man grüßt sich. Was willst du mehr? Das Jugendhaus Stemmersberg. Was für eine wahnsinnig tolle Fassade. Boah, jetzt wird es wirklich ein bisschen nostalgisch, ne? Freunde, hier habe ich mal gewohnt. Das ist hier Kniestraße, Ecke Erika-Straße und hier habe ich immer meine Klümpkes geholt. Das war meine erste eigene Wohnung oder meine erste Wohnung. Und ja, da hinten, da sehe ich noch meine Wohnung. Oder die ehemalige Wohnung. Ja, ist ziemlich verrückt. War ich, ich glaube, 23 Jahre alt, jung. Ja, 20 Jahre her, da ist viel passiert in der Zwischenzeit. Aber sie sind schon wirklich alle
ziemlich verblasst, die Erinnerung. Und dann kommt man hier wieder plötzlich vorbei und dann sieht man das wieder. Puh. Ja, ich sag mal so, kann ich nur empfehlen, einfach mal durch die Straßen eurer Stadt und auf den Wegen eurer Jugend zu wandeln. Lasst euch da einfach drauf ein. Ist ein bisschen verrückt, aber ganz cool. Tja, ich habe mal aufs Klingelschild geguckt, da wohnt keiner mehr, den ich noch kennen würde von damals. Und auch die damaligen Vermieter von nebenan, die scheinen auch nicht mehr zu leben. Dafür eine andere Vermieterung von einer anderen Wohnung, die wohnt dann noch. Ist doch verrückt. Werkstatt für poetische Orte. Das ist ja niedlich. Ja, und hier würde eigentlich auch schon die Trassentour enden. Mitten in Eisenheim. Ich laufe aber wieder weiter, Richtung Sterk gerade. Siedlung Eisenheim, eine Vorzeige-Zechensiedlung hier in Oberhausen. Die Zeit muss man sich wirklich nehmen und hier mal durch die alten Gassen schlendern. Und man wird auf jeden Fall offene Türen und Tore einrennen und vielleicht auch Gartentore. Also, das ist wirklich pittoresk. Besser geht gar nicht. Ja klar, das ist auch die Route der Wohnkultur hier, Eisenheim. Ja, Eisenheim, das ist die älteste Arbeitersiedlung aus der Zeit der Industrialisierung im Ruhrgebiet. Wie gesagt, das ist auch immer so die Vorzeige-Zechensiedlung. Da gibt es noch etliche mehr, aber wenn ich hier hinten mal so reinblicke, so und diesen Weg da mal sehe, das ist Ruhrgebiet pur. Ja, hier kannst du leben. Hammer. Da gibt es auch einen wunderschönen Film. Die Helden von Eisenheim über die Familie Held. Wahnsinn, muss man einfach mal gucken. Das ist Kulturgut. Wisst ihr was? Und weil es so schön ist, hier wird noch eine Zulage. Zugabe. Und zwar Sterk gerade hat ja viel zu bieten, ne? Oberhausen. Jetzt verlassen wir hier gerade Eisenheim, laufen am Johanniterkrankenhaus entlang, Steinbringstraße. Und da sind wir auch schon, Steinbringstraße. Steine! Ich will Steine suchen. Und komm, wir finden die einfach. Auf geht's. Achtung, Steine. In Sterk gerade. Kennt die Anna? Also das Krankenhaus hier, das hat ja eine historische Fassade. Das sieht ein bisschen aus wie die Schwarzwaldklinik, ne? Möchte ich aber auch nur von außen sehen, ne? Hier, ob historisches Gebäude oder nicht, Krankenhaus hin oder her, ne, das ist eine Heilstätte, da musst du nicht hin. Ja, und wenn du aber mal in Bredouille kommst, dann wirst du natürlich auch da geholfen. Ne? So hat ja jede Klinik seine eigene Spezialität. Ich will sagen, dass man so generell, wenn es nicht unbedingt nötig ist, außer man arbeitet da, ne, so ein Krankenhaus, weil lieber von außen sieht. Ne? Ansonsten, wie gesagt, haben die alle Mann ihre Berechtigung. Und wir haben ja schon genügend Krankenhäuser geschlossen. Also nicht noch mehr, bitteschön. So, schon mal das erste Hinweisschild hier zu den Sterkrader Steinen. Die gute Hoffnungshütte prägte über viele Jahre die gesamte Region. Aus Anlass des 125-jährigen Firmenjubiläums wurden die Steine 1935 gestiftet. Dieser Schriftzug auf Beton
wurde am Bahndamm der Strecke Oberhausen-Emmerich in der Nähe des Volksparks angebracht. Um die Steine zu erhalten und die Geschichte Stärkrades zu dokumentieren, ließ der Stadtverordnete Hubert Cordes am 18. Juli 2013 anlässlich der Feierlichkeiten 100 Jahre Stadtrechte Stärkrade die Steine im Herzen des Stadtteils wieder aufstellen. Aufgestellt durch das Ordenskapitel Stärkrader Ritter e.V. So, liebe Freunde, Ordensritter, hör mal, das finde ich jetzt richtig kacke, die Steine so verwildern zu lassen. Jetzt muss sie hier die 360-Grad-Cam anschmeißen, sonst siehst du hier überhaupt nichts. Das muss er nicht, jetzt macht das wieder frei, ey. Das muss gesehen werden, Mann. Ja, Freunde, und somit endet auch dann wieder der zweite Trassenspaziergang hier in Oberhausen. Da, wo alles angefangen hat, hier im Kräutergarten in Oberhausen, Stärkrade. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, so ein Urban Trail. Wie gesagt, das hat einen hohen nostalgischen Wert bei mir. Trotzdem habe ich jeden Schritt auch so genossen und habe so auch nochmal den ganzen Weg nochmal mit wirklich anderen Augen gesehen. Auf jeden Fall werden noch alle weiteren Touren folgen oder auf jeden Fall die ein oder andere. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wisst ja, Daumen hoch, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, macht was ihr wollt. Lauft auf jeden Fall auch ein Stückchen mal durch eure Stadt und vielleicht schreibt ihr mir, wo ihr wart und was so vielleicht besonders ist und wo ich vielleicht auch mal hingehen könnte. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund, vergesst das Rausgehen nicht. Euer Schrömi von Potananda. Macht's gut. Tschüss.